Yo, moin, meine Freunde. Ich bin mal wieder am Start. Ja, tatsächlich. Ich rappel mich nochmal auf. Ich werde einfach jetzt demnächst, oder beziehungsweise ab jetzt starten, ab dieser Folge starten, eine kleine Rocket League Session starten. Und zwar geht es darum, dass ich eigentlich nur meinen Weg so ein bisschen aufzeichnen möchte, wie ich Rocket League vorankomme und vor allem den Zweck dabei habe, dass vielleicht Leute, die ähnlich gerade gut sind, die hier zugucken, wenn ihr irgendwie auf einem ähnlichen Niveau seid oder irgendwie vorankommen wollt in Rocket League, vielleicht euch ein paar Tipps abgucken könnt. Und ja, einfach mir auch Tipps natürlich geben könnt. Ich bin sicherlich ganz schön weit weg davon, irgendwie Profi oder sonst irgendwas dran zu sein, aber ich spiele es halt im Moment relativ häufig. Kann sagen von mir, dass ich halbwegs okay drauf bin in dem Spiel. Und ja, das würde mich einfach mal interessieren und würde mir, glaube ich, Bock machen. Ich werde das, je nachdem, ich weiß noch nicht genau, wie häufig ich das hochladen werde. Auf jeden Fall, ja, habe ich einfach mal einen Bock, werde euch Gameplay hochladen. Im Hintergrund sollte jetzt gerade auch so ein bisschen, solltet ihr so ein bisschen was sehen, was ich gerade im Training mache. Also verschiedenste Sachen von Ball einfach nur immer dribbeln. So oft es geht einfach dribbeln und so, wie es geht. Dann bis hin zu, im Moment mache ich ganz viel an der Wand hochfahren. Den Ball antippen von der Wand weg und hinterherfliegen, also dann mit der Airroll, genau, den Wagen halt in sich zu drehen und hinterher zu fliegen und den Ball halt nochmal anzuticken. Das ist ein bisschen schwieriger als nur an der Wand hochzufahren und den Ball mit einem doppelten Rechtsklick zu treffen. Genau, sowas mache ich im Moment und ganz wichtig auch, was ich auch immer wieder sagen werde, was ich vielleicht ab und zu auch nochmal einbauen werde in der Serie, ist, egal was ihr im freien Training macht, also freies Training ist das, genau. Muss man auch vielleicht auch dazu sagen, damit ihr halt mit dem Ball machen könnt, wie ihr wollt und wie viel Zeit genug habt und so und immer Boost und alles. Ganz wichtig ist, dass ihr, egal wie ihr fliegt, wie ihr euch den Ball vorspielt, wie auch immer, einfach immer verrückte Sachen ausprobiert. Also immer versucht ruhig, ja, einfach jeden Ball zu nehmen. Also wenn ihr den von der Wand wegchippt oder sag mal, allein schon auf dem Weg zur Wand hin, wenn ihr den flach gegenspielt, aber der hüpft ein bisschen und springt dann von der Wand zu weit weg, ja, dann fliegt halt hinterher, versucht es trotzdem, versucht euch irgendwie an die Aerials zu gewöhnen, oder wenn ihr dann schon vorher auf dem Boden seid, bevor der Ball landet, versucht ihn runterzunehmen, wieder zu dribbeln. Genau, ich wollte auch mal ein paar Beispiele im Hintergrund halt zeigen, wo das so ähnlich sein könnte. Und ja, ich würde jetzt einfach nur in der Serie alles mit euch vorstellen. Ich denke mal, wir fangen gleich noch an mit einem Game. Ich werde auch immer mal, es wird immer so ein bisschen wechseln, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die Titel dann umnennen werde, aber ich werde halt immer ab und zu mal vielleicht mal ein paar Highlights von meinen Games zeigen. Vielleicht auch nur mal, ja, wie irgendwelche Tricks, die ich herausgefunden habe. Oder ein ganzes Gameplay. Es soll in 5 oder 6, 7 Minuten so bei Rocket League, je nachdem, wie viele Tore fallen. Und ja. Und einfach nur alles so rund um Rocket League sich handeln. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, irgendwas Besonderes sehen wollt, könnt ihr das alles sagen. Ich bin da auch natürlich offen. Werde jetzt nicht so viel Zeit wahrscheinlich dafür haben in nächster Zeit, aber ich werde immer mal so, ich denke mal vielleicht einmal die Woche oder so, ein paar Gameplays hochladen. Und ja, wenn es euch gefällt, haut den hier rein. Und ja, meldet euch einfach, wenn ihr irgendwelche Tipps dazu habt. Oder mir irgendwas mit zukommen lassen wollt, wie auch immer. Und dann hören wir uns. Bis gleich. Das ist aber beim Dreh. Das ist jetzt das erste Mal. Das ist die erste Aufnahme jetzt. Und wir sind auch noch alle gut gelaunt. Keiner ist salzig. Ach du Scheiße, das geht nicht. Geh in neuer Cut. Alles zu viel hier. Kannst du mitbringen? Auf der Map gewinne ich. Oh. Oh, Benny, lol! Sorry. Oh, fuck. Ich dachte, den hast du. Oh Mann, schon wieder einen drin, ey. Mann, die können doch alle gar nicht so gut sein. Aber wo, also wo standst du denn davor? Standst du? Also bevor, bist du gerade eben relativ schnell zurückgefahren, weil du ja nicht im Tor warst, oder? Ja, ich bin relativ schnell zurückgefahren. Da müssen wir halt gucken, ob. Am besten wir machen. Oh, schade. Ja, ich kann vielleicht reinhauen.
Nein, nein, oh, war das ein Mauerhit, Alter. Bin auch. Naja, egal. Meckern, machen. Kannst Feuer, geh von hinten. Oh shit. Hat Benny? Ja, nee. Achtung! Oh shit. Achtung, komm zurück. Hab ich. Jetzt können wir, holt euch Boost. Müssen wir freiringen jetzt mal. Oh, schade. Und versuchen wir mal. Okay. Oh mein Gott. Oh, warum sind wir da schon wieder beide, Alter? Ja, ich stand die ganze Zeit schon auf der rechten Flanke. Also Jungs, man muss wissen, wo die Mitspieler sind. Ja. Falk, ich will das im Replay einfügen, wie du da daneben springst. Das hat jeder gesehen. Boah, Boost. Ging nicht ohne. Ich hab keinen Boost, Benny, fahr du. LOL. Hab ich? Oh fuck. Mann, wie kommen die denn da immer ran? Achso, ein Fall rückwärts fahren kannst du direkt abgewinnen im Spiel. Rückwärts fahren ist scheiße. Rückwärts fahren. Man kann so cool sliden. Jetzt einer von euch? Ja, und Benny auch. Oh! Nein! Den blockt er einfach. Schwein und. Oh lol. Oh lol. Oh lol, ich da schon. Ich hab nichts gerafft. Nein, ich hab keinen Boost. Warte nur aus. Ey, der rammt mich! Oh! Alter. Junge! Ich raff es einfach nicht! Nein! Nach dem Game bin ich raus, ey, es bringt nichts heute. Obwohl, ey, ist wirklich so. Ey. Oder? Nur gebappt. Er ist einfach. Schweine. Er ist einfach tilted. Tilted for life. Oh fuck, hier ist auch kein Boost. Ja, ich bin drippig, auch kein Boost. Oh fuck. Nein. Mann, nicht mehr dribbeln funktioniert, ey. Oh, der kommt. Ey. Oh, ich dachte. Oh. Nein, ich will nur faken! Ey, Mann! Das ist so scheiße, Leute! Nein! Wo war der Block, Alter? Oh nein. Oh ja. Irgendwie sind die stärker. Ich weiß nicht. Ja, Alter, guck dir die Vorlage an. Das war ein schöner Fallrückzieher von der Wand, ey. Okay, Freunde. Doch nur gegen Premates, ey. Da muss man sich halt als eigene Premate erstmal drüber aufregen. Ja, welche Noobs spielen ja eigentlich im 3 gegen 3 Premade, Alter?
so ein Typ, der hier von der Wand kann. Faggots, ey. Oh, oh, oh! 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 Nein, da kommt Falk! Scheiße, Alter! Bitte? Falk? Aber die sind halt immer da. Die sind immer... da. Ach, scheiße. Oh. Junge, sind an mir gleich vorbeigedüst, Alter. Bam! Ja, der kommt nochmal. Ey! Ich hab den gerade runtergenommen. Oh, fuck, ey. GG! Heute ist nicht mein Tag. Na gut, ich denke mal, das war ein gutes Beispiel für das Video. Oh, eine Kiste. Oh, komm, die öffnen wir noch. Das kann jetzt eigentlich nur nice. Grandios sein. Pass auf. Sei da bereit. Jetzt kommt der Epic Pull. Dafür, dass wir gerade so gut gespielt haben. Letzter Schlüssel, Alter. Und noch einen. Was könnte das werden? Ich sehe es. Black Market Item. Alles klar. Ich bin raus. Ciao. Das ist. Nee. 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 Oh. Oh mein Gott, ist das hässlich, Alter. Nee. Wieder da. Wunderwall. Ich nehme gerade ein bisschen Rocket League auf. Perfekt, dann quatscht die also dazwischen. So ungefähr. Ja, nice. Du bist nämlich scheiße, bist du. Nee, scheiße. Der ist selber scheiße, kannst du es eigentlich glauben, dass du gerade meine Aufnahmen kaputt machst, Alter? Jetzt Junge. Danke. Will ich nicht. Nicht mit dir nach der Aktion. Falk, verlass mich nicht. Und ich komm schon wieder. Und frag dich nach einem Rank. Doku. Jetzt.